Ausbildung bei der Feuerwehr. Darf man ehrlich sein? So geil. Menschen in Sekunden retten. Stress für Dennis. Ja klar, ist ein bisschen anstrengend, die Geräte sind schwer. Zeigt, was ihr heute drauf habt, heute gilt's. 6 Monate Training, jetzt die Prüfung. Wer versagt, ist raus. Das ist auf jeden Fall genauso schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie haben trainiert bis zur Erschöpfung. Werden sie bestehen? Null Sicht, 40 Grad. Hier fühlen sie sich mittlerweile wohl, die Azubis der Feuerwehr. Dicht gefolgt von ihrem Ausbilder. Mit der Wärmebildkamera sieht er, ob sie alles richtig machen. Feuer in einem Haus, 2 Personen vermisst. Das Kind haben sie jetzt schnell entdeckt. Die Mutter auch. Seit über 3 Monaten üben sie schon Retten, Löschen, Bergen. Einsatz beendet. Für Annika war es schon der 17. Wohnungsbrand in ihrer Ausbildung zur Feuerwehrfrau. Wie geht's denn? Jetzt geht's wieder. Das sind immer so die ersten 2 Minuten dahinter. Da muss man sich kurz sammeln, tief durchatmen, was trinken und dann geht's wieder. Dann gehen wir mal hier rüber. Ausbilder Georg Schmidt gönnt ihnen nur eine kurze Pause. Was Annika und ihr Kollege Dennis erleben, geht an ihre körperlichen Grenzen. Noch außer Puste sollen sie jetzt Stichflammen löschen. Nicht hektisch werden und hektisch hin und her gehen, weil wenn ich zu schnell hin und her gehe, dann gebe ich dem Feuer auch die Chance, links oder rechts einfach dran vorbeizulaufen. Und das wollen wir ja verhindern. 48 junge Menschen bildet die Berufsfeuerwehr Frankfurt aus, jedes Jahr im Feuerwehr- und Rettungstrainingscenter, dem modernsten in Europa. So, Handschuhe anziehen und dann können wir runtergehen. Da müssen sie jetzt rein. Eine Simulationsanlage für Stichflammen im Keller. Eine gefährliche Übung. Nur auf Knien dürfen sie hier rein. Im Stehen könnten die Flammen sie verletzen. Ausbilder Georg Schmidt steuert die Anlage mit einer Fernbedienung, lässt Gas in den Raum strömen, dann zündet er. Jetzt soll Dennis zünden. Dieses Feuer ist leicht zu löschen, sagt ihr Ausbilder und macht es vor. Wassermarsch, volles Rohr, links, rechts und aus. Jetzt ist Dennis dran. Flammen fliegen über die Köpfe, auf Knien ungefährlich. Dennis sprüht zu wenig Wasser an die Decke. Und Annika? Sie ist schneller. Rollover nennt die Feuerwehr solche Stichflammen. Die Gefahr droht bei jedem Wohnungsbrand, wenn plötzlich viel Sauerstoff ins Zimmer strömt, beispielsweise eine Tür geöffnet wird. Deshalb Fenster und Türen bei Feuer zulassen. Man hat es echt super gemerkt beim ersten Durchgang, wo wir kein Strahlrohr angesetzt haben, beim ersten Rollover. Da brennen die Ohrenläppchen ab. Und beim zweiten Mal hat er dann das Strahlrohr eingesetzt, da kam überhaupt nichts mehr an von der Hitze. Da konnten wir es wirklich genießen. Ja. Feuer kann man genießen? Feuer kann man auch genießen, wenn man es unter Kontrolle hat. Gerät von den Schultern, Jacke ein bisschen aufmachen, ein bisschen Luft rankommen lassen. Nehmt euch was zu trinken. Also wir haben mit der Wärmebildkamera geguckt, beim ersten Mal waren es so knapp 800 Grad gewesen. Das ist schon überraschend heiß, ja. Aber macht auf jeden Fall Spaß, weil es das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, aber Respekt. Dienstbeginn ist immer um 7 Uhr, meistens mit einem Einsatz. Wieder ein Verkehrsunfall. Schlimmer als die, die sie bisher geübt haben. Auto gegen Baum. 3 eingeklemmte Personen lautet der Notruf. 2 Monate hatten die Lehrlinge die Schulbank gedrückt auf der Feuerwehrschule in Kassel.
Im Unterricht haben sie auch dieses Szenario zigmal durchgespielt. Klappt es jetzt auch in der Praxis? Es sind drei Personen drin. Such dir mal einen Zugang, ob du irgendwie reinkommst. Nur durch den Kofferraum gelangen die Retter zu den Opfern. Azubi Christoph verschafft sich einen ersten Überblick. Was machen Sie jetzt? Ich gucke mir erstmal die Lage von innen an. Schaue, wie viele Personen drin sind, was die Personen haben. Unterhalte mich dann mit den Personen. Und dann muss man von innen gucken, wie man die Personen rauskriegt. Wer ist am schwersten verletzt? Hier den. Hier den. Ja, der hintere. Wer ist am schwersten? Okay. Wir machen hier große Scheiße. Eines ist jetzt schon klar. Diese Rettung wird nicht einfach. Annika ist die einzige Frau unter den Azubis. Einen Bonus bekommt sie nicht. Sie muss mit ihren männlichen Kollegen mithalten, sonst ist sie raus. Wie läuft's? Ja, momentan läuft's etwas schleppend. Ausbilder Schmidt ist unzufrieden. Die jungen Kollegen überlegen noch zu lange. Sind Menschen in Gefahr, zählt jede Sekunde. Hier fehlt noch die Routine. Deshalb sind die Übungen ja so wichtig. Immer wieder. Wir haben jetzt erstmal alles vorbereitet, was wir Material brauchen. Jetzt gehen wir ans Fahrzeug, haben kurz besprochen, wie wir aufmachen. Wir machen einmal eine komplette Seitenöffnung auf der Seite, dass wir komplett rankommen. Dennis zerlegt das Auto, beginnt mit der Beifahrertür. Unter Zeitdruck muss jeder Handgriff sofort sitzen. Er braucht keine 15 Sekunden. Perfekt, sagt der Ausbilder. Rettungsbrett, Kilian. Der Beifahrer ist befreit. Die verletzte Puppe wiegt 55 Kilo. An Rettungsdienst. Wir nehmen Ableger. Rettungsdienst ist dann hier vor Ort. Und dann könnt ihr wieder weiterarbeiten. Die Übung muss so realistisch wie möglich sein. Der Wagen hat hinten keine Türen. Für Dennis egal, er hat ja die Rettungsschere. Wunderbar, jetzt. Wo der 21-Jährige ansetzen muss, hat er im Unterricht gelernt. Zwei Minuten später ist auch der Verletzte auf der Rückbank in Sicherheit. Okay, jetzt. Und weg, raus. Beine haben wir da. Das muss schneller gehen, sagt Ausbilder Schmidt. Jede Minute, die sie verlieren, schadet dem Patienten. Er muss schnell in eine Klinik. Optimal ist, wenn die Person nach Unfallereignis innerhalb von 60 Minuten in einer entsprechenden Klinik ist, die für die Verletzung auch zuständig ist. Aber das können wir auch nicht immer leisten. Entweder du schaffst die Senkrechte zu setzen oder so, loslasse. Wieder lösen. Ja, setzen nochmal um. So, fertig, es langt. Das reicht doch schon, wenn der sich so hält, dann. Guck mal, wunderbar. Mein Wort rein und raus. Mit einem Rettungszylinder haben Annika und Dennis das Dach nach oben gedrückt. Jetzt kommen sie leichter an den Fahrer. Annika, Kopf. Ich hab den Kopf. Nimm du mal den Kopf von hinten, genau. Jetzt gerade nehmen. Gerade. Die Verletzten übergeben sie dem Rettungsdienst. Für sie ist damit der Einsatz beendet. Die Puppen müssen heute Nachmittag wieder ran, beim Wohnungsbrand. Auch Annika und Dennis, wenn sie wieder fit sind. Und was war jetzt das Anstrengendste? Die dritte Person. Kraftstoff läuft auch dann, keiner dann doch die Kraft mal kurz nachlässt. Nee, eine Sekunde. Ja klar, ist ein bisschen anstrengend, die Geräte sind schwer und hat aber soweit eigentlich ganz gut geklappt. Minuten haben sie gebraucht, um drei Menschen zu retten. Das war dann doch ziemlich gut fürs erste Mal, sagen ihre Ausbilder. Hier ist es ganz wichtig, sobald eine Person, wenn wir eine Öffnung geschaffen haben, die Person ist frei, sich sofort um die Person kümmern, Person aus dem Fahrzeug raus, dann habe ich auch Platz, um mit meinen Rettungsgeräten weiterzuarbeiten. Ja? Und von daher, schöne Sache, hat alles gut geklappt. Sascha, hast du noch was? Wie der Schauer schon gesagt hat, hat wirklich gut geklappt. Unterbauen, wurde vergessen, hat er gesagt. Beim Unterbauen dann habt ihr nicht direkt unter der B-Säule unterbaut, da muss man auch nochmal nacharbeiten. Aber hat funktioniert. Dieser Unfall macht sie nachdenklich. Noch üben sie. Den wahren Ernstfall mit echten Eindrücken, menschlichen Tragödien können sie nicht trainieren. Damit müssen sie später im Dienst klarkommen.
Die Feuerwehr-Azubis kommen aus ganz Deutschland, Annika aus Stuttgart, Dennis aus Bad Soden. Die meisten haben schon eine Berufsausbildung, Schlosser, Mechatroniker oder Rettungsassistent wie Annika. Ihr Verdienst liegt bei 2.180 Euro brutto. Es ist ausreichend auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube, Geldprobleme hat im Moment keiner von uns. Das geht schon, ja. Wer die Prüfung besteht, wird Beamter. Mahlzeit. Jedes Jahr bewerben sich mehr als 300 junge Menschen. Doch das Auswahlverfahren mit Sportprüfung bestehen nur die wenigsten. Am Nachmittag steht wieder ein Wohnungsbrand auf dem Plan. Zum ersten Mal mit echtem Feuer. Bisher haben wir ganz normal in nüchternen Räumen geübt, sag ich mal, wo wir nur mit unserer eigenen Körperwärme zu tun hatten. Jetzt kommt halt nochmal Hitze von außen. Ja. Temperaturunterschiede. Das wird schon. Ihr macht es ja nicht einfach, wisst ihr das? Jedenfalls sind wir für dich da. Annika versteht sich gut mit Kollegen und Ausbildern. Alarm! In weniger als 2 Minuten müssen sie alles anhaben. Schutzkleidung, Helm, Handschuhe, Atemschutz. In der Prüfung muss es dann klappen. Deshalb trainieren sie regelmäßig im Einsatzwagen. Zwei Minuten 30. Das ist noch viel zu langsam. So, zur Lage. Wir haben Feuer hier in der BSA im ersten Obergeschoss. Es wird noch eine Person vermisst. Menschen retten ist Teamarbeit. Jeder hat seine Aufgabe. Macht sie jeder richtig, sind sie schnell. Für Ausbilder Sascha geht es wieder zu langsam. In der brennenden Wohnung liegen schließlich Menschen. 2 Monate Theorie und 20 Wochen Praxis liegen jetzt hinter Annika und ihren Kollegen. In wenigen Tagen ist Prüfung. Eigentlich sollte jetzt jeder Handgriff sitzen. Der Kollege ist in einem Zimmer neben der brennenden Wohnung. Schlauch, Axt und Rauchdecke will er jetzt an einem Strick hochziehen. Doch Annika hat Probleme. In der Hektik hat sie den entscheidenden Knoten, den sogenannten Mastwurf, irgendwie vergessen. Das kostet Zeit. Doch sie schafft es. Für die Prüfung aber viel zu langsam. Jetzt klettert auch Annika hoch. Eigentlich sollten sie sofort mit dem Löschen beginnen. Doch der Schlauch klemmt irgendwo. Schon wieder verlieren sie Zeit. Der Ausbilder hält sich zurück. Probleme sollen sie alleine lösen. Endlich. Sie kriechen in die brennende Wohnung. Der Schlauch, den sie mitziehen, wiegt voll 60 Kilo. Es ist heiß, laut und riecht verbrannt. Doch wo ist die vermisste Person? Sie liegt im Wohnzimmer. Die schweren Puppen simulieren bewusstlose Menschen. Annika und Dennis bringen den 55-Kilo-Dummy in Sicherheit. 1.500 Wohnungsbrände löscht die Feuerwehr Frankfurt pro Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass Annika und Dennis später so einen Einsatz erleben, ist hoch. Die Atemmasken dürfen Sie erst nach Kommando des Einsatzleiters absetzen. Es könnte ja sein, dass Sie noch einmal in die brennende Wohnung müssen. Doch Entwarnung. Die Kollegen vom sogenannten zweiten Trupp haben das Feuer unter Kontrolle. Was war besonders anstrengend für dich körperlich? Es ist eigentlich die Kombination, weil es ist einfach schon ein Weg bis zur Wohnung.
mit dem ganzen Gepäck und allem. Und wenn dann noch unterwegs was schief geht, so wie jetzt, dass wir den Weg dreimal rennen mussten, um den Schlauch wieder freizukriegen, das kommt halt dazu. Dann ist man schon auf so einem gewissen Level angekommen, wo man schon denkt, okay, eigentlich ist hier Ende. Aber dann geht es eigentlich erst richtig los. Und da muss man nochmal Zähne zusammenbeißen und Gas geben. Ja. Annika zittert. Der Einsatz war heftig. Auch für Ausbilder Sascha. Doch das ist Feuerwehralltag. Naja, der Grund hat gepasst. Personenrettung, Menschenrettung. Und das ist unser größter Auftrag. Für heute reicht's. Der nächste Morgen. Alle Kräfte sind wieder gefordert. Annika und Dennis müssen beweisen, dass sie schwindelfrei sind. Ihr Auftrag? Menschen retten in 25 Metern Höhe. Also ein bisschen Nervosität ist natürlich da, weil in der Höhe war ich jetzt auch noch nicht. Und vor allem der Aufgabenkombination jetzt hier, wir machen das jetzt zwar seit 3 Tagen, aber ja, man kann es schon so ein bisschen als Herausforderung betrachten, auf jeden Fall. Annika möchte später zur Höhenrettung, eine Spezialeinheit der Feuerwehr. Diese Übung ist für sie ein Test, ob ihre Nerven dafür stark genug sind. Okay. Ein weiterer Ausbilder gibt Tipps und schickt Annika und Dennis quer über die Halle auf einem Dachträger, 10 cm breit. Fertig? Geht's dir gut? Cool bleiben, denkt sich Dennis und geht als Erster. Annika sichert ihn, falls er abrutscht. Gut. Geschafft. Jetzt muss Annika ran. Irgendwie hat sie Spaß, 25 Meter überm Boden. Guck mal, es wackelt voll. Alles klar? Also, mach ich weiter, ja? Dennis sichert sie. Annika braucht keine 10 Minuten für die 20 Meter von Wand zu Wand. Und? Haben die Nerven mitgespielt? Das ist schwer, weil ich bin schon ganz gerne in der Höhe. Ja, so ist es nicht. Das wäre auch so meins. Deswegen war es jetzt auch für mich ganz wichtig, ob das für mich funktionieren würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da drüben stand, war es mal kurz so weit, dass ich schon ein bisschen Muffensausen gekriegt habe. So, wenn man da zu viel runterguckt, dann ist das, denkt man auch zu viel nach. Aber beim Arbeiten dann da oben habe ich es ja auch mal mit Absicht ein bisschen wackeln lassen, weil ich mal wissen wollte, wie sich es dann anfühlt. Und das geht wirklich. Man muss halt auch Vertrauen haben. Das ist halt auch wichtig. Und ich weiß ja, er hält mich. Aber nur, falls sie abstürzt. Tag der Entscheidung. 6 Monate praktische Ausbildung ist vorbei. Also es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir sind auch alle vollgepackt mit Wissen. Aber so langsam wird es dann auch Zeit, auf die Wachen zu kommen und mal den Alltag kennenzulernen. Hier mal ein bisschen weg von der Schulbank, raus in die Realität. Wie ist es wirklich? Ich glaube, das kennt jeder, dass Theorie und Praxis ist dann doch immer ein Unterschied. Doch vor dem Dienst in der Wache steht die erste große Prüfung. Und wie geht's? Ja, ein bisschen aufgeregt, gell? Aber sonst ist noch alles im grünen Bereich, denke ich. 2 Übungen warten auf Sie. Wie geht's? Noch gut. Ich glaube, wenn wir nach hinten gehen, dann wird die Nervosität dann schon zu spüren sein. Aber noch geht's. Jetzt kommen sie. Morgen. Schriftlich und mündlich haben die 6 Prüfer die Azubis schon getestet. Morgen. Jetzt die Praxis. Ich begrüße euch recht herzlich heute Morgen zum Tag der Tage. Heute wird das erste Mal sozusagen, will nicht sagen abgerechnet, aber heute ist ein Tag, wo wir mal eine Zwischenbilanz ziehen wollen. Heute wird es dann so sein, dass das Erlernte aus den ersten 6 Monaten heute überprüft wird. Von daher darf ich euch im Namen der Prüfungskommission für heute dann schon mal die Daumen drücken. Zeigt, was ihr heute drauf habt, heute gilt's und viel Glück, weil das gehört an so einem Tag auch immer ein bisschen mit dazu. Brandoberrat Uli Both leitet die Prüfung. Er hat die Azubis in Gruppen eingeteilt. So sind wir jetzt eingeteilt.
Das ist die erste Gruppe, die zweite Gruppe und immer so weiter. Und ich bin ganz hinten. Das heißt, ich habe jetzt ganz viel Zeit. Ist das nicht doof, Fahren? Das ist total doof. Aber ist okay. Ist jetzt halt so. Muss man sich einteilen. Dennis hat mehr Glück. Er gehört zu den Ersten. Die Prüfer haben einen Unfall gebaut. So, kurze Einweisung in die Lage. Kam zu einem Verkehrsunfall. Eure Aufgabe ist es, diese Person unter dem Fahrzeug zu retten. Wir holen die Keile, liegen ja da hinten schon. Wir gehen erstmal vor und gucken, was los ist. Genau. Den Wagen anheben, schnell und richtig. Darauf achten jetzt die Prüfer, Carsten Rieger und Christian Metzmacher. Die Frage ist, wo sie jetzt anheben. Ob sie jetzt hinten anheben, wie eben, oder ob sie vorne anheben. Wenn sie vorne probieren, kommt der herüber, da hängt der Keil ja wieder. Ja. Heben sie hinten an, was wird's los? Was für die Füße. Da brauchen sie keinen nicht zu nehmen. Zwei Prüfungen müssen die Feuerwehr-Azubis heute bestehen. Sie wissen nicht, was sie erwartet, wie im realen Einsatzleben eben. Mit einem Luftkissen will Dennis das Auto anheben. In der Ausbildung war es schiefgegangen. Das Auto war wieder auf die Puppe gefallen. Weiter. Luft strömt in die Kissen. Der Wagen hebt ab. Mach mal gelb hoch. Wenn aber jetzt langsam etwas schief geht, war es das. Weiter. 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 Warte. Bretter sollen den Wagen stützen und sichern. Okay, weiter. Gelb. Gelb. Stopp. Person frei. Kommst du? Fertig. Hat er bestanden? Gut, Person ist noch. Ist noch frei. Gut. Okay. Zwischen Verletztem und Auto muss Platz sein. Auch dann noch, wenn die Luftkissen plötzlich platzen. Hat mir gefallen. Ja. Sieht doch gut aus für Dennis. Die Prüfer ziehen sich zurück, besprechen den Einsatz, geben Dennis eine Note. Wenn er es vorne gemacht hätte und es wäre was geplatzt, dann wäre er erst recht zurückgekippt auf die Person. Die Handbremse angezogen gehabt? Ja. Ja. Gut. 13, 13, 13, 14, 14. 14 von 15 Punkten, Note 1 für Dennis. Er hätte schneller retten können, bemängeln die Prüfer. 2 Stunden später. Jetzt gilt's für Annika. Den Unfall hat sie schon bestanden. Jetzt brennt eine Wohnung. So, auf Kommando geht's dann los und alles weitere. Atemschutz anziehen in unter 2 Minuten. Ob sie es jetzt schaffen? Sonst gibt's Punktabzug. So, wer fertig ist, gibt Signal. 1 Minute ist schon vorbei. Annika meldet sich als Erste. Und die Zeit? Annika hat 1,36. Dann gucken wir mal, was er hat gleich. Unter 2 Minuten. Perfekt. Doch sitzt die Ausrüstung richtig? Den Prüfern entgeht nichts. Der Gurt sitzt zu locker. Angenommene Lage. Wir haben Freunde. Hinter mir, es werden noch Personen im Gebäude vermisst. Mutter und Kind sind noch in der Wohnung. Viel hat Annika in der Ausbildung erlebt. Sie hat gelernt zu löschen, Menschen zu retten, fast jedes Chaos zu managen, vom radioaktiven Unfall bis zur Chemiekatastrophe. Jetzt muss die 28-Jährige zeigen, dass sie es kann. Wie steht's mit den Knoten? Klappt es diesmal? Annika macht ihre Sache gut, wie ihre männlichen Kollegen. Gehen Sie da anders vor oder nach gleichen Maßstäben? Nein, gleiche Maßstäbe. Da gibt es keine Unterschiede. Letztendlich müssen Sie auch selber leisten. Sollte sie bestehen, wäre sie eine von 16 Frauen bei der Frankfurter Feuerwehr. Ihr Team liegt gut in der Zeit. Doch wie sieht es mit den Schläuchen aus? Der Vorhang an der Tür schützt gegen Rauch. Wassermarsch durch das Schlauchchaos. Aber es klappt. Kurzer Test. Die Tür ist nicht heiß, sonst würde das Wasser verdampfen.
Mit Blenden wird ihm wieder die Sicht genommen. Erst dann dürfen sie in die Wohnung und nach der Mutter suchen. Eis! Was Annika und ihr Kollege nicht wissen, die Verletzte liegt im Zimmer nebenan. Per Funk kommt die Ansage, rechts an der Wand entlang zu laufen. Doch die beiden entscheiden sich, nach links zu gehen, dort zuerst zu suchen. Wer durchfällt, muss die ganze Ausbildung wiederholen. Der Umweg kostet wertvolle Zeit. Erst nach 5 Minuten haben sie die Vermisste entdeckt. Sie wirken erschöpft. Okay, gut. Nur liegen lassen, alles gut. Prüfung beendet. Ob sie bestanden haben? So, Ulle, setz die PA erstmal in aller Ruhe ab und dann schauen wir weiter. Erstmal runter hier. Die haben sich ziemlich gequält. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Sie haben auch nicht den Befehl korrekt ausgeführt. Der Befehl lautete rechts herum, also immer rechts an der Wand entlang. Und sie haben sich dann entschieden, dann doch links zu gehen, was zur Folge hatte, dass sie eine riesengroße Fläche erst absuchen mussten und dadurch natürlich schon sehr viel Kraft verbraucht haben und die Person halt ja, deutlich später gefunden wurde. Annika ist enttäuscht. Das lief nicht gut mit dem Wohnungsbrand. Das wissen auch die Prüfer. Wenn du denen gesagt hast, sie sollen rechts rum vorgehen, oben an der Tür. Die allen anderen auch, sind sie erstmal alle links rum gegangen. Also von daher. Wir haben halt viele Fehler gemacht, die vorher eigentlich nicht so gewesen sind, wo man einfach merkt, dass das kommt durch, wenn man zu hektisch wird. Dann vergisst man Sachen zu kommunizieren oder dann vergisst man auch mal den einen oder anderen Handgriff zu machen. Und dann ist es halt schon rum, dann verkantet sich der Schlauch, dann kommt man nicht mehr vorwärts, dann kann man gerade wieder zurückgehen, den Schlauch wieder lösen, gerade wieder reingehen. Das ist alles Energie, die flöten geht. Und das sind einfach Sachen, die passieren, wenn man hektisch wird. Und das darf man sagen. Genau das ist eigentlich. Den Prüfungsstress konnte sie einfach nicht auslöschen. Früher Abend, jetzt erfahren alle, ob sie bestanden haben. Wenn nicht, will Annika die Prüfung wiederholen. Dennis ist zufrieden. Seine Note kennt er noch nicht. Stunde der Wahrheit. Kommen alle auf die Wachen zum letzten Teil der Ausbildung? Ja, wollen wir die Spannung zuerst rausnehmen oder möchtet ihr gerne erst was dazu sagen? Ich möchte gerne was sagen dazu. Also, jetzt kommt die Zeit, wo quasi der Feinschliff auf den Feuerwehrmann passiert. Nicht immer ganz einfach, aber geht offen auf die Kollegen zu, wenn ihr Fragen habt und ich glaube, keiner wird irgendwie euch nicht mit seinem Wissen zur Seite stehen. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Das Erfreuliche, das haben alle bestanden. Das ist schon mal damit. Gesamtnoten. Benner 14, Zöller 12. Dennis ist der Beste im Kurs. Auch Annika hat bestanden. Fair, sagt sie, ist aber immer noch enttäuscht von sich. Ihre Prüfer wissen, Annika kann mehr. Sie ist gut, mutig und vor allem ehrgeizig. Kurzum, sie hat das Zeug zur Feuerwehrfrau. Morgen beginnt für Annika der Dienst als Praktikantin auf einer Feuerwache. Am nächsten Tag im Trainingscenter. Die Ausbildung geht weiter, nochmal 10 Monate und dann nochmal Prüfung, die Abschlussprüfung. Dennis hat die erste Fahrstunde für den Lkw-Führerschein.
Im Simulator darf er schon mal Einsatzfahrten üben. Jawohl, ich tippe gleich das Horn dazu, die nächsten Taste. Teste. Dennis Löschwagen ist 2,5 Meter breit und 9 Meter lang. Die Dame und das Navigationsgerät geben dir hier den Weg vor. Nach rechts abbiegen. Das Feuerwehrauto muss er jetzt durch Frankfurts Innenstadt steuern. Unfallfrei. Fahrlehrer Wolfgang Kötter achtet auf jeden Zentimeter und auf Dennis' Fahrkünste. Immer beide Hände am Lenkrad, wie das draußen gewöhnt bist du auch. Autofahren kann Dennis schon. Nach rechts abbiegen. Doch wie sich so ein LKW anfühlt, muss er erst lernen. Den Simulator haben wir, um die Kollegen, die jetzt hier bei uns anfangen, hauptsächlich die Kollegen, die noch nie mit so einer Alarmfahrt zu tun hatten, zu schulen. Das heißt, denen so einen Baukasten zu geben, in dem sie ein paar Bausteine reinbekommen, wie sie mit so einer Situation hier umgehen, wenn sie mit Sonderrechten durch die Stadt fahren, das heißt vor allen anderen fahren wollen, und obwohl diese anderen Leute Vorrechte hätten. Zum Beispiel wie er jetzt hier am Zebrastreifen. Das war ein Unfall. Den er jetzt quasi getroffen hat. Das bedeutet jetzt an dieser Stelle, die Alarmfahrt wäre für den Dennis zu Ende. Das heißt, er würde nicht an der Einsatzstelle ankommen, und das wäre der größte Worst Case, der uns passieren kann. Ja, ich bin langsam an Zebrastreifen rangefahren. Ich habe gesehen, rechts und links steht jemand. Ich dachte, die bleiben stehen, aber einer ist auf die Fahrbahn getreten. Ja, ein doofes Gefühl auf jeden Fall. Gut, dann können wir weiterfahren. Im Ernstfall ist dann hier die Fahrt zu Ende. Wir machen im Trainingsfall hier an der Stelle weiter. Neu starten, Gang raus. In unserem Fall wäre es auch dann legitimer, beim Bordstein zu fahren. Um diesen engen Raum zu nehmen, was wir normalerweise mit dem LKW ja nicht machen, auf dem Bordstein fahren, das wäre hier dann mal legitim, um an dieser Engstelle vorbeizukommen. Im Simulator sind fast alle Straßen Frankfurts gespeichert, die breitesten und die engsten. Nahezu jede Einsatzfahrt kann geprobt werden. Knapp 15 Fahrstunden wird Dennis hier üben, 2-mal pro Woche von der Wache zum Brandfahren. Auch Annika ist im Einsatz. Leblose Person im Main, lautet der Notruf. Mit dem Feuerwehrboot düsen sie zur gemeldeten Position. Eine Übung. Die leblose Person ist eine Puppe. Annika und ihr Team sollen sie retten. Also, wir fahren jetzt von unten an. Ja. Der Markus wird kurz vorher aufstoppen. Okay. 6 Meter Abstand. Okay. Dann geht der Harry rein, ist sicher an der Leine. Harry, brauchst du Hilfe beim Reingehen oder schaffst du das wegen den Flossen? Okay. Im kalten Main können Menschen nur wenige Minuten überleben. Deshalb zählt jede Sekunde. Rettungsschwimmer Harry kennt diese Situation. Er hat schon viele Menschen aus dem Main gezogen. Mit das Schwierigste ist es, leblose, panische oder gar lebensmüde Menschen an Bord zu bekommen, sagt Annika. Und packt zu. Bewegt der Annika gerade die Gruppe? Dieses Szenario trainieren sie regelmäßig. Klappen, runterklappen und hinten raus. Ja. Mit der 40-Kilo-Puppe ist die Übung schon schwer genug. Es ist halt immer diese Sache zwischen Theorie und Praxis. Diese Puppen versucht man zwar so realistisch wie möglich zu bauen. Das funktioniert natürlich nicht. Ein Mensch verhält sich immer anders, ne? Verunglückte könnten um sich schlagen, sind vielleicht auch bewusstlos und schwer. Mehr als 40 Mal pro Jahr müssen die Retter Menschen aus dem Main und Rhein ziehen. Gerade im Sommer kommt das halt öfters vor, ne? Dass die Leute meinen, hier gerade von den Brücken ins Wasser springen zu müssen, um sich abzukühlen. Der Main ist ja tief genug, denkt man dann immer. Aber was halt viele unterschätzen, ist diese verdammte Strömung hier. Der Main hat eine Fließgeschwindigkeit, da schwimmen auch bei uns, da kommen die besten Schwimmer nicht gegen an. Also, ja, gerade im Sommer wird uns das wahrscheinlich wieder öfters treffen. Erst vor einer Woche musste Annika eine Wasserleiche bergen. Ja. Wie war das für dich?
Also es war nicht meine erste Wasserleiche, ich hatte schon zwei, vorher im Rettungsdienst. Es ist aber was, wo ich auch sage, daran kann man sich, glaube ich, nur schwer gewöhnen. Weil da einfach unglaubliche Gerüche hinzukommen und auch der Anblick ist nicht so schön, weil der Körper, wenn er jetzt wirklich schon zwei Wochen im Wasser lag, ist der Verwesungsprozess einfach schon fortgeschritten. Ja, da kommen halt viele Eindrücke hinzu. Das ist jetzt nicht die schöne Seite an dem Beruf, aber es gehört dazu, ne? Gerade hier auf der Wache. Sie meint die Wache 41 in Frankfurt-Niederrad, zuständig für Wasserrettung. Für heute war's das erstmal. Dennis hat seine erste echte Fahrstunde. Truckerfahrer war schon immer sein Traum. Ja, auf jeden Fall. Langsam verlässt Dennis die Wache 1. Fahrlehrer Wolfgang Kötter hat wieder alles im Blick. Die Straße und Dennis. Durch Frankfurt fahren sei nicht schwer, sagt der Fahrlehrer. Die meiste Zeit steht man eh im Stau. Der Schaltvorgang, der findet ja erst hier statt, wenn ich in Leerlauf gehe. Ja. Jetzt kannst du ihn wieder vorschalten. Und dann hast du das schon getan, ist schon ja. Und dann brauchst du da nicht mehr dran denken. Die einzige Problematik, die du jetzt da von haben hinten kommen, RTW. Von wo hinten? Hinten. Aber in unsere Richtung. Ja, ist ja grün. Auf geht's. Von hinten kommt ein Rettungswagen. Ausbilder und Schüler machen den Weg frei und so hat Dennis gleich seine erste echte Einsatzfahrt. Na so fast. Schaltung, Gas und Bremse übernimmt lieber der Fahrlehrer. Dennis soll nur lenken. Ist für den Anfang sicherer und schneller. Danach hat Dennis wieder alles in der Hand. Fast. Immer sicherer steuert der 23-Jährige die Zugmaschine Richtung Innenstadt. So ein Lastwagen ist schon etwas Cooles. Ja, wer fährt nicht gern große Autos, gell? Ich denke mal, das ist der Wunsch von jedem. Aber dass man das dann doch irgendwann mal in die Wahrheit umsetzen kann oder in die Realität, ist schon cool, ja. Fahren weiter. Der Dennis macht sich gut, er macht das sehr mit Ruhe. Wenn er jetzt mal sich verschaltet hat in der letzten Kurve, dann waren das die ganz vielen Eindrücke und ganz vielen Aufträge, die er plötzlich zu erledigen hatte. Und dann kann das menschliche Hirn einfach nicht mehr mitkommen. Dann geht es in so einen Automatikmodus und dann ist natürlich die Schaltung, hier sind 16 Gänge vorhanden. Wo bin ich jetzt, in welchem Gang, wo muss ich hin, wie passt es mit der Geschwindigkeit? Oh, da kommt auch noch Verkehr, der zu mir kommt oder ich muss den Fahrstreifen wechseln, all das kommt zusammen. Aber das kriegen wir noch weg, das ist die zweite Fahrstunde, das sollte kein Problem. Er macht sich sonst sehr gut. Wir bleiben auf dem Fahrstreifen, biegen an der Ampel dann nach rechts ab. Dreißig Fahrstunden liegen noch vor ihm. Dann hat er seine Führerscheinprüfung Klasse 2. Der nächste Morgen, 7 Uhr. Dienstbeginn für Annika in der Wache 41. Guten Morgen. Dienst, Donnerstag, den 16.06.2016 von 7 bis 10 Stunden ist sie heute auf dieser Wache und die einzige Frau hier. Das überlebst du nur mit viel Schlagfertigkeit, sagt Annika mit Augenzwinkern. Denn wie Gentlemen treten die Kollegen hier nicht immer auf. Sie teilen viel aus, sie stecken aber genauso gut auch ein. Das heißt, wenn es einem dann doch mal zu viel wird, einfach mal zurückschießen. Die sind da auch nicht nachtragend oder so. Aber ansonsten, ganz ehrlich, Männer haben auch ihre Tage, habe ich festgestellt. Das ist wirklich so. Ja. Aber du würdest sagen, du fühlst dich wohl. Auf jeden Fall, ja. Annikas Arbeitsplatz. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug, kurz HLF. Wie jeden Morgen muss die Besatzung alle Geräte im Wagen kontrollieren. Nichts darf defekt sein. Wer bei der Feuerwehr ist, verbringt viel Zeit auf der Wache, sagt Annika. Also, keinen erwischt. Das ist unser Aufenthaltsraum. Das Lustige ist, es passen nicht alle rein. Deswegen, wenn man jemanden sucht, ist er entweder in der Küche oder eben hier am Tisch. Ja. Und hier sehen wir auch gerade den Dominik, wie er schön Frühstück macht für uns. Eine halbe Stunde hat er noch. Er macht es immer sehr, sehr gut. Gell? Du weißt, was ich nicht mag. Wir gehen mal besser weiter. Der macht nämlich auch mal eine Bewertung, deswegen.
Jede Feuerwehrwache in Frankfurt hat natürlich auch einen Fitnessraum, wo wir dann regelmäßig unseren Dienstsport verrichten. Wobei man auch immer ehrlich sagen muss, also ich mache im Dienst immer nur so viel Sport, dass ich auch einsatzfähig bleibe. Also ich würde hier nie so trainieren, wie ich es privat mache. Weil wenn es dann alarmiert, dann hast du echt... Ich glaube, das berühmteste an jeder Feuerwache unsere Rutschstangen. Aber da echt. Mein Ruheraum ist hier. Sieht genauso aus wie all die anderen. Also, wenn ich nicht da bin, schlafen da genauso die Männer. Das ist halt nur, wenn ich da bin, dann soll ich den Raum nehmen. Aber er ist für dich alleine? Der ist dann für mich alleine, ja. Und wenn jetzt noch eine Kollegin hier wäre, müsstet ihr euch... Dann würden wir zu zweit reingehen, ja klar. Das war auf der ersten Woche so, wo ich war. Da waren wir zwei Mädels im Dienst. Und wir haben uns immer einen Raum geteilt, logisch. Wie die Männer auch. Ja. Das war's schon, du. Mehr ist hier nicht. Auf 12 verschiedenen Wachen wird sie noch arbeiten. Dann macht sie ihre Abschlussprüfung. 2 Jahre Ausbildung liegen dann hinter Annika. Auf der Wache 3 in Frankfurt-Nied in Bereitschaft, Dennis. Da muss er jetzt hoch, ohne Sicherung. Reine Nervensache, kennt er schon vom Einstellungstest. Bist du dich? Alles gut? Ja, alles gut. Menschen retten, Feuer löschen, auch in 35 Metern Höhe müssen sie beherrschen und trainieren, wenn es die Leitstelle zulässt. Wir sind runter. Ja. Alarm. Einsatz für den Löschzug. Dennis und seine Kollegen müssen sofort zu den Fahrzeugen. Brandmelderalarm in einem Hotel in der Innenstadt funkt die Leitstelle. Sie rasen quer durch die Innenstadt und bleiben fast im Stau stecken. Kennt Dennis von der Lkw-Fahrstunde. Es ginge viel schneller, wenn die Autofahrer Rettungsgassen bilden würden, sagt der junge Feuerwehrmann. Ja, die meisten reagieren halt falsch, gell? Fahren dann nicht weiter oder so. Manche, die bleiben dann wirklich an der roten Ampel festgewurzelt stehen, obwohl sie ja drüber fahren dürfen, wenn die Feuerwehr von hinten schiebt. Ja. Oft ist es aber auch, die Leute können überhaupt gar keinen Platz machen, weil die Stadt so voll ist vom Verkehr her. Da geht einfach nichts mehr. Nach 8 Minuten sind sie am Luxushotel. Entwarnung, hier brennt nichts. Nur Staub von einer Baustelle hat den Rauchmelder ausgelöst. Die Kollegen im anderen Löschwagen haben den Fall schon übernommen. Ja, die anderen waren wieder ein bisschen schneller. Mehr als 2300 Mal pro Jahr werden die Retter in Frankfurt wegen Rauchmeldern gerufen. Fehleinsätze wie dieser inklusive. Habt ihr das häufig, solche Einsätze? Ja. Mehr als jeder zweite Brandmeldealarm ist falscher Alarm. Dennis und seine Kollegen müssen weiter. Der nächste Einsatz. Eine Frau ist in ihrer Wohnung gestürzt und liegt seit 12 Stunden im Wohnzimmer. Nachbarn haben die Feuerwehr gerufen. Dennis soll jetzt die Haustür öffnen. Nach 10 Minuten ist der Fall erledigt. War Routine, sagt Dennis und ist froh, dass der älteren Dame jetzt geholfen werden kann. Ja, relativ problemlos eigentlich. Tür war schnell auf. Patientin soweit wohl auf. Alles gut. Ein Arzt wird sich jetzt um die Frau kümmern. Dennis und seine Kollegen fahren zurück zur Wache. Bald hat auch er seine Abschlussprüfung. Dann ist der Feuerwehrmann endlich in seinem Traumjob angekommen.